Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich mache mit euch heute dieses total süße Mini-Album und wie das funktioniert, das zeige ich euch. Das ist also ein ganz einfaches Album mit einem super einfachen Verschluss. Ihr seht es hier, einfach nur gelocht. Man hat hier diese tolle Schnalle. Man kann das Mini-Album jederzeit vergrößern und wenn man die Bänder eben noch ein bisschen länger lässt, auch noch mehr Seiten einfügen. Ich habe hier vorne mir gedacht, das ist die Landkarte, das ist vielleicht für jemanden, der eine Weltreise plant, dann kann er hier einzeichnen, wo er überall war und mit so kleinen Stichelchen die Reiselinie nachfahren. Das fand ich ganz schön als Start. Dann habe ich hier eine Seite mit einem Tag-Einschubfach, das ist hier im Hintergrund geprägt und mit ein bisschen Gold bearbeitet, also mit so einem Globus drauf gemacht. Die restlichen Globus-Klebeelemente habe ich gleich hier unten aufgebracht als Deko. Auch hier kann man einfach was unten reinschieben oder eben einfach ein schönes Foto drüber kleben. Im Hintergrund ist jetzt eben hier die Feder gestempelt. Dann haben wir hier einen Bereich, das Abenteuer beginnt, mit einem schönen Foto zum Beispiel vom Flughafen, wo man, bevor man abfliegt, oder auch von dem nächsten Ausflug, den man macht. Das kann man ja natürlich auch, das Gute an dem Album ist natürlich auch, dass man die Seiten unterschiedlich einbauen kann. Die kann man jederzeit wieder rausnehmen und weiter hinten einbauen. Oder wenn man mal mehr Fotos hat zu einer bestimmten Serie, dass man halt dann einfach die Seiten tauscht. Die nächste Seite ist nämlich zum Beispiel eine Seite mit viel Fotoplatz. Das ist hier so eine Klappkarte nach unten. Und zur Seite, da kann man also wirklich viele Fotos unterkriegen. Auch hier noch ein Foto drauf und hier noch ein Foto drauf. Hier hat man so einen kleinen Einhaker. Dann haben wir eine Seite, wo man den ganzen Text zu den vorherigen Fotos unterbringen kann. Hier haben wir so eine, wie so eine kleine Brieftasche, so ein Einfädelteil. Das kann man also hier hinter die beiden stecken, zum Beispiel auch für Eintrittskarten oder so ganz gut. Oder man macht dann süßes Foto hin, wo einer rausschaut, der ganz verliebt ist, weil da sind so kleine Herzen. Dann haben wir hier, die Seite finde ich irgendwie auch ganz cool geworden. Das ist auch wie so eine Einschubtasche im Prinzip. Da könnte man also nochmal eine Karte dazufügen oder sowas, also nochmal was reinmachen. Und kann natürlich hier noch ein paar Notizen unterbringen. Hier habe ich eine Tasche, auch eben diese Dreieckstasche, aber geprägt mit der Schreibschriftprägeform. Und hier haben wir einfach zwei Tags dahinter. Die kann man natürlich auch noch beschriften oder eben mit Fotos bekleben. Dann haben wir hier eine Seite, da passt auch super zum Beispiel wieder ein Text im Hintergrund. Ich brauche eine schmalere Karte, die habe ich nicht zugeschnitten. Entschuldigt, jetzt war ich gar nicht richtig im Bild. Also das ist auch geprägt mit dem antiken Papier, ist hier gerissen, so für diesen alten Look ein bisschen. Da so ein kleines Element drauf gemacht und hier nochmal ein Kompass. Dann haben wir eine Seite, da habe ich den Knoten jetzt überhaupt nicht schön gemacht, aber das mache ich gleich schön für euch. Ich habe es jetzt mal aufgemacht, da kann man nämlich hier so Klappen hinmachen und hier muss auf jeden Fall ein Foto drauf, weil hier ist der Rahmen blau und sonst ist nirgendwo blau in dem Papier, also deswegen, da müssen Fotos drüber. Hier ist noch so ein bisschen Deko, ein bisschen gestempelt, nochmal so ein Element oben an die Seite gemacht. Und dann kann man das einfach wieder verschließen mit so einem Knoten. Und wie gesagt, wenn man da jetzt keine Fotos drauf macht, dann kann man ja auch nochmal zum Beispiel ein Papier in Waldmoos oder so draufkleben, dass das dann farblich besser passt. Aber mir haben halt diese Vorderteile so gut gefallen, weil man da die verschiedenen Kontinente drauf hat und dann kann man sagen, wo man war zum Beispiel wieder. Dann haben wir hier eine total aufwendige Knuddelseite. Da müsst ihr euch das Video anschauen, da gibt es mehr dazu. Mal gucken, ob ihr das entdeckt. Jedenfalls ist die wirklich total aufwendig in der Produktion und die gehört auf jeden Fall so verknittert und doppellagig und genau. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Deko, einfach so ein bisschen mit Goldelementen und Platz für ein Foto nochmal. Und die letzte Seite hat auch wieder viel Platz für ein schönes großes Foto und hier noch so kleine Dekos, Travel. Also ein total süßes Album von der Seite, von oben. So sieht das Ganze aus. Es ist absolut erweiterbar. Ihr könnt es in Hochkant und in Querformat basteln und bekleben mit Fotos. Und wie gesagt, universell und super einfach und schnell gemacht ist dieses Album. Viel Spaß damit! Und gearbeitet habe ich eigentlich mit dem Kartensortiment Welt der Abenteuer. Wenn ihr sowas macht und wenig Dekoaufwand haben wollt bei einem Mini-Album, ist es ja meistens so, dass die Grundseiten vielleicht relativ schnell gemacht sind, zum Teil, je nachdem, was ihr für ein Album macht, aber die Deko meistens sehr aufwendig ist. Und bei diesem Set, da ist es einfach so, da habt ihr schon so viele Dekoteile dabei, die ihr da super einbauen könnt. Da braucht ihr nicht viel ausstanzen und nicht viel machen. Und eben auch diese Karten, also alle Karten, mit denen ich gearbeitet habe, das gesamte Papier ist in diesem Set mit drin, unter anderem natürlich auch diese Weltkarte.
Was ich euch noch als kleinen Tipp zeigen wollte, das war hier. Ihr seht ja, hier habe ich den Globus verwendet als Deko. Und diese Teile, die da innen drinnen waren, die kleben auch und die habe ich einfach hier unten noch drauf geklebt. Ist doch auch irgendwie ganz witzig, oder? Einfach, dass da noch ein bisschen was ist an Deko und nicht zu viel und man kann auch mit den Reststücken arbeiten. Ihr seht also hier auf dem Globus sind noch ein paar. Die kann man da super verwenden. Und genau, das war es eigentlich. Dann habe ich mir noch aus dem Set, oh, wie heißt es? Stanzformen bestickte Dreiecke. Da habe ich noch keinen Aufkleber drauf mit der Bestellnummer. Das hier unten ist die Bestellnummer. Da habe ich mir einfach das größte Dreieck von diesen hier oben ein paar Mal ausgestanzt. Dann habt ihr so eine schöne Stickmusterrahmen außenrum. Wenn ihr das nicht habt, macht das nichts. Das könnt ihr euch auch selber zuschneiden. Das hat jetzt das Maß, mal gucken, 8,5 sind die beiden oberen Bereiche und 12 ungefähr unten von der Größe. Genau. Und das kann man sich natürlich so aufbringen, wenn man es hochkant macht, natürlich auch so, dann kann man das hier so reinstecken. Also da seid ihr wirklich total flexibel. Und ansonsten, was habe ich noch benutzt? Das Stempelset Wunderbare Welt habt ihr gesehen mit dem Spruch, das Abenteuer beginnt und auch mit dieser Feder und den Kompass, den habe ich auch gestempelt. Also da habe ich mich einfach mit dem Stempelset sozusagen dadurch gestempelt. Und was ich vielleicht noch benutze, sind jetzt diese Bestellnummer, The Right Triangle, also die Dreiecke, die man eben super schön ausstanzen kann, könnte man natürlich auch verwenden, um diese Dreiecke noch zu gestalten. Und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach mal eine Seite oder zwei Seiten mit nochmal ein paar Ideen zum Erweitern von dem Album und wie ich das überhaupt gemacht habe. Und dann könnt ihr das ausbauen, so wie es euch gefällt. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Vom Farbschema habe ich einfach nur Zimtblau und Waldmoos als Farbkarton verwendet und alles andere ist aus dem anderen Kartenset eben rausgenommen. Und der Verschluss, den kann ich euch auch noch kurz erklären, das sind einfach diese Eck- und Schiebeakzente. Die gibt es ja jetzt gerade im Katalog. Da habt ihr einmal diese tollen Ecken, die könnten wir jetzt auch noch verarbeiten für unsere Seiten. Und einmal dieses Schiebeelement und durch das fädelt sich eben super dieses Wildlederband, das ich als Verschluss benutzt habe. Das hat diese Bestellnummer, Band in Wildlederoptik. Das passt einfach super dazu und das passt auch von der Farbe halt einfach gut. Und es ist natürlich auch ein bisschen männlich. Ich beziehe es ja jetzt auf den Mann und dann ist es halt einfach, ja, auch bei Bändern manchmal ganz gut, wenn man so ein schlichtes Band hat. Okay, dann starten wir jetzt einfach mal los mit einer Seite. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich die zugeschnitten habe. Ihr kriegt also aus einer DIN A4 Seite vier Seiten raus. Hoppala. Und das machen wir jetzt auch gleich. Also ich kürze mir jetzt einmal das Papier auf 20 cm in der Breite. Also an der kurzen Seite bei 20 cm einmal schneiden. Und auf der Länge kürze ich es mir ein bei 22 cm. Dann haben wir ein bisschen Rest übrig, den wir auch wieder als Deko verwenden können. Und jetzt nehme ich mir einfach das Papier und lege mir das an der kurzen Seite bei einem Zentimeter hier rechts an. Das heißt, hier liegt jetzt meine 20 cm Seite. Ich messe es euch nochmal nach zur Sicherheit, nicht, dass ich einen Quatsch erzähle. Genau. Bei 20 cm lege ich es jetzt hier an, also 20 cm liegt oben und hier bei einem Zentimeter und falze mir das einmal. Und dann lege ich meine Falzseite auf die andere Seite, also auf die linke Seite und falze mir das hier nochmal wieder bei einem Zentimeter. Jetzt habe ich ein Papier, das rechts und links einfach bei einem Zentimeter eine Falzlinie hat. Und dann lege ich jetzt meine lange 22 cm Seite noch an und kürze mir das Ganze noch bei 11 cm. Okay, und jetzt habe ich zwei Streifen mit oben und unten einer Falzlinie und die muss ich mir jetzt nur noch kürzen, indem dass ich mir wieder die lange Seite einlege bei 10 cm, glaube ich. Ich muss zur Sicherheit nochmal hinhalten. Ja, bei 10 cm. Weil dann habe ich schon mal vier Seiten auf einmal. Wenn ich die beide bei 10 cm kürze, so, habe ich also vier Seiten für mein Album, easy going, super schnell gemacht. Ist nur mit diesem, welche Seite muss oben liegen, muss man aufpassen, ansonsten ist es echt ganz gut zu handeln. Jetzt nehme ich mir mal meinen Papierfalter und falze mir meine Falzlinien in beide Richtungen einmal nach.
damit sich das nachher gut in Form bringt, mein Album. Ich nehme hier auch gleich zwei auf einmal, das geht genauso. So, wobei ich das euch eigentlich alles nur an einer oder zwei Seiten zeigen kann. Für den Rest könnt ihr das ja dann so machen, wie euch das gefällt. Was ich mir dann gemacht habe, ich habe jetzt leider keinen Locher gehabt, aber wenn ihr einen Locher habt, dann könnt ihr euch einfach die Punkte gut markieren, wo ihr das lochen wollt und dann lochen. Ich nehme jetzt einfach eine von meinen Seiten raus. Ich mache mir das jetzt hier einmal auf. Ich nehme jetzt da mal meine Vorderseite. Achso, da ist jetzt natürlich meine kleine Lasche dran, mein Verschluss. Und nehme mir das als Musterpapier. Also ihr braucht eigentlich nur auf einer Seite das ganze Lochen und dann habt ihr immer für die nächsten Papiere hier schon ein Lochmuster vorgelegt sozusagen und könnt es dann nachstanzen. Und auch hier ist es so, da habe ich tatsächlich durch alle meine Papiere die Lochungen gleichzeitig reingemacht, weil ich mit der Kropperdai gearbeitet habe. Da geht es ganz gut. Da habt ihr zwei verschiedene Seiten zum Stanzen. Ich muss mal gucken, welche ich genommen habe. Ich glaube, die nur große. Ja, ich habe die große genommen und da könnt ihr euch das einfädeln. Und seht es dann an der Seite, wo ihr gerade seid. Oh, oh. Also so viele auf einmal funktionieren mit der ganz gut. Aber wenn ihr euch unsicher seid, dann macht ihr lieber nur eine. Ich muss nochmal schnell nachstanzen. Nur ein, zwei Seiten auf einmal. Und die Löcher, die könnt ihr euch einfach ausmessen, dass die schön mittig von eurem Papier sind. Seht ihr? Jetzt habe ich doch alle überall die gleiche Lochung und kann das da super auffädeln. Die Cropperdai, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox, wo ihr die bekommen könnt. Die ist wirklich super. Ich mag die wirklich total gern. Und damit könnt ihr natürlich auch nieten. Also ist eigentlich so eine Nietenzange hier oben und eben auch lochen. Okay, jetzt haben wir quasi vier Seiten in 0, nichts gemacht, gelocht, fertig. Und können die jetzt einfach nur noch dekorieren und dann haben wir unser Album schon fertig, so ungefähr. Okay. Und so als Deko habe ich mir jetzt gedacht, würde ich ganz gerne eine Seite machen, wo ich einfach zwei solche Laschen drüber klebe. Dann kann man hier im Hintergrund auch noch toll was machen. Und das fand ich jetzt so ein bisschen langweilig und da habe ich mir gedacht, stempeln wir jetzt einfach mal ein bisschen auf unsere Dreiecke drauf. Ich habe jetzt hier aus diesem Triangel-Stempelset einfach mal den großen rausgenommen. Der hängt jetzt hier ein bisschen über, aber das ist egal, ich brauche den ja nicht komplett. Mal gucken, bevor ich rede, und dann brauche ich ihn doch komplett. Naja, fast komplett. Na, dann nehme ich mir doch lieber einen großen Stempelblock, ob der hier drauf geht. Oh, nicht ganz. Na, da braucht man dann schon richtig großen für diese Form. Gut zu wissen. Also, wenn ihr euch dieses Stempelset kauft, dieses Stempelset, The Right Triangle, für diesen Stempel braucht ihr eine ganz große Form. Oder ein Stamparatus natürlich. Das geht natürlich auch. Den nehme ich mir jetzt einfach so auf. Nimm mir die Farbe Zimtbraun. Also gestempelt habe ich meistens in Zimtbraun oder in Espresso. Und das mache ich jetzt aber in Ton, also in Zimtbraun. Und weil der Stempel so groß ist, gehe ich mir da einmal mit meinem Stempelkissen auf meinen Stempel. Ich stempel mir den jetzt vorher einmal ab, um zu sehen, wie der so aussieht. Okay. Da muss man gut aufdrücken überall. Und stempel mir den jetzt auf mein Papier. Okay, also versuchen wirklich überall gut drauf zu drücken. Und dann kann man sich das Papier hier abnehmen. So. Ja, finde ich ganz cool. Gerade für eine Männerkarte oder für ein Männeralbum finde ich das gut. Ich würde es aber nicht beide so machen. Ich habe hier noch so einen kleinen Hintergrundstempel rausgenommen. Den finde ich total süß. Den zeige ich euch gleich mal nach. Mit dem gehe ich jetzt einfach so ein bisschen quer drüber. Nicht zu viel. Naja, am Ende. So ist es okay. Da sind nämlich ganz, ganz süße Hintergrundstempel drin in diesem Set. Also einmal diese Kreuze, die habe ich mir rausgenommen. Diese Blumen sind total süß. Die Punkte, nochmal Blümchen und die Herzen sind toll. Also es ist ein cooles Stempelset. So würde ich mir das jetzt einfach ankleben. Ich arbeite immer ganz gerne bei Mini-Alben oder bei so Einschubfächern mit dem ganz dünnen Klebeband. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Das muss man zwar schneiden, das gibt es auch als Abreißklebeband in 3 mm. Aber mit dem arbeite ich immer ganz gerne, weil dann hat man einfach noch mehr von seiner Einschubtasche.
So, und dann klebe ich mir jetzt zuerst diese Seite hier an. Versuche hier einen schönen Rahmen zu machen. Klebt also nur hier und hier im Hintergrund der Kleber. Und dann eben noch diese Seite. Dann hat man wie so ein kleines, wie so einen kleinen Brief. Man muss hier unten nur ein bisschen gucken, dass man das schön übereinander klebt. Und das finde ich, sieht schon total witzig aus. Das ist eine coole Seite, oder? Da kann man jetzt zum Beispiel wieder so einen Tag machen. Oder so ein nettes Foto rausschauen lassen, irgendwie so. Finde ich ganz witzig. Und ich glaube, ich würde auch noch ein bisschen im Hintergrund stempeln. Man könnte da natürlich jetzt auch so kleine Herzen drauf machen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die kleinen Herzen drauf. Wenn man zum Beispiel irgendeine total schöne Landschaft fotografiert oder ein total süßes Tier oder so, da könnte man das Foto da drauf machen und dann noch ein paar Herzen außenrum. So. Wenn es da so rausguckt, dann wäre das doch süß. Genau. Aber nicht zu viel, wie gesagt, das ist ja, ich muss mich zusammenreißen. Okay, und dann machen wir gleich noch die Rückseite. Und da habe ich gedacht, nehme ich mir jetzt einfach wieder mein Set mit den Abenteuern raus und gucke, was ich da so Schönes finde. Also da könnt ihr euch entweder eine Karte rausnehmen, vielleicht auch so eine große Karte. Also auf diesen ganz großen Karten sind auch tolle Motive mit Gold noch hinterlegt. Das macht sich natürlich auch sehr schön. Nehmen wir jetzt mal eine große Karte und schnippeln uns die zu. Oder wir nehmen eine kleine Karte. Die wäre auch süß mit den Kompassen. Die sind halt jetzt alle auf Hochkant hauptsächlich gemacht. Die könnten wir auch so nehmen. Die finde ich cool. Ich muss da immer ein bisschen schauen, was ich dann da nehmen möchte. Also die klappt man dann so hoch. Ich würde jetzt einfach das hier zuschneiden. Und von der Höhe, wie machen wir es? Ich bin da jetzt ziemlich spontan. Oder wir sind nicht so spontan, wir machen es einfach bei 9,5. Wir machen es bei 9 cm. Machen wir mal 9,5, dann haben wir diesen kompletten Rahmen drauf, wie das aussieht. Nee, das geht ja gar nicht drauf. Wir müssen schon kleiner werden. Machen wir mal ganz mutig 8,5. Today was a great day. Das ist doch auch witzig, oder? Wenn man da so einen Kopf dann noch drauf macht, so ein schönes Foto. Das passt da jetzt super. Das klebe ich mir jetzt mit Flüssigkleber auf. Kommt keiner mehr raus. Jetzt habe ich den falschen erwischt. Das ist auch ein cooler Platz für ein schönes Foto. Und da kann man hier zurück noch ein bisschen Deko hinbauen. Jetzt schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Ich finde ja so Fähnchen immer ganz toll. Ja. Also bei der Deko ist es ja immer so, ich kann euch da jetzt schon ein bisschen was zeigen und ein paar Ideen geben, aber im Prinzip, ich finde, das ergibt sich ganz oft einfach so von selber. Man findet was, was man da drauf machen kann. Und dann guckt man, was einem noch gefällt und dann ergibt sich das einfach irgendwie so. Also wenn ihr jetzt das mal anschaut, ich kürze die jetzt erst aufkleben und danach kürzen. Das ergibt sich einfach, mal was kommt, das kommt so, so entstehen einfach diese Seiten. Und man muss ja immer dran denken, dass da ja noch ziemlich viel Deko reinkommt, wenn man die Bilder drauf baut. Also wenn man zu viel macht, das ist auch nichts. Und solche Reststücke wie das hier zum Beispiel würde ich niemals wegschmeißen, sondern mir einfach da unten noch so ein Fähnchen schneiden, einen Schnitt in der Mitte und dann von der Außenseite in die Mitte hin mit der Schere schneiden. Vielleicht ein bisschen schöner, als ich das jetzt gemacht habe. Und schon hat man wieder ein Fähnchen, wo man auf die nächste Seite bauen kann. Also sowas, auch so Reststücke, ehrlich gesagt, von solchen Kartensets. Ich bin da schwer im Wegschmeißen, weil ich die meistens noch irgendwie verwenden kann. Genau, also hier habe ich es nicht ganz gerade aufgeklebt, aber das ist okay. Seht darüber hinweg, dass der Abstand nicht ganz passt. Aber grundsätzlich eine Karte, eine ganz süße Seite, finde ich, die unser Album einfach schön erweitert. Okay, jetzt schaue ich mal, was mir noch einfällt.
Theoretisch wird es auch einfach reichen, wenn wir hier unten so ein großes Wort wie Dream oder sowas einfach nur hinkleben. Also mit so einem Kartenset, da sind natürlich immer unterschiedliche Sachen drin, aber da kann man so viel machen. Jetzt gucke ich, dass ich schön aufklebe. Da kann man einfach so viel machen, mit so wenig Sachen hat man da rucki-zucki einfach was Tolles gestaltet. Wir könnten jetzt hier unser Fähnchen noch hinmachen an die Seite. Ich schneide mir jetzt aus diesem Reststück, das wir jetzt da gerade hatten, eben nochmal ein Fähnchen. Einfach einen Schnitt in die Mitte. Von außen an den Schnitt hinschneiden. Und dann noch so unten hinbauen. Das passt halt jetzt einfach farblich super dazu. Foto drüber. Man kann es auch lang machen, wenn man jetzt überlegt, dass man hier so das Foto hinmacht. Ich meine, es ergibt sich natürlich. Man weiß natürlich nie, was kommt jetzt da rein. Wir könnten es auch von der Seite machen. Oder mal so rum. Nee. Also so fand ich es jetzt schon am schönsten. Das klebe ich jetzt einfach da auf. Ja. Also wirklich ganz easy peasy ist das jetzt aufgebaut. Und am besten ist, ihr nehmt euch einfach Zeit, habt Ruhe für das und spielt dann einfach so ein bisschen für euch rum, was euch am besten gefällt. Und dann entwickelt sich so ein Album mit der Deko komplett von alleine. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt so ein Kartenset an der Hand habt, dann habt ihr es natürlich viel einfacher. Ich finde, es ist einfach total praktisch und ja. Ich wollte jetzt noch so ein bisschen mehr in dem Zimtton bleiben, weil ich das ja meistens benutzt habe, auf den anderen Seiten auch. Ich könnte mir noch mal ein Dreieck ausstanzen, weil wir jetzt auch mal eine Seite ohne Dreieck machen könnten. Wenn wir das nutzen. Ja, warum nicht? Also wir probieren jetzt einfach noch ein bisschen rum. Ich schneide mir jetzt hier einfach die Muster auf meiner Karte sozusagen zurecht. Und da kann man ja dann am Ende auch das Bild drüber kleben. Also das muss ja nicht immer irgendwie als Tag hinten reingesteckt sein können, die Fotos oder so, sondern die schneidet man ja auch, klebt man ja auch oft einfach über die Dekoration drüber. So fände ich es jetzt ganz cool. Was haben wir noch Schönes? Wir hätten noch eine schöne Feder. Nochmal ein Kompass. So ein paar Ecken. Ja, so kann ich es machen. Jetzt kann ich mir hier hinten noch schnell eine dünne Klebespur anbringen. Dass wenn ihr da so ein Pocket bauen, dass es dann nachher nicht rausfliegen kann, wenn man da was reinsteckt. Also ich wollte es versetzt haben, nicht gleich hoch. So. Zeige euch das gleich nach. Ich glaube, ihr könnt das wahrscheinlich in der Kamera gar nicht so gut erkennen. Also man hat hier noch den Ring vom unteren Teil. Und da wäre jetzt so eine Einschubkarte cool. Die ist halt natürlich viel zu groß. Your Journey fände ich eigentlich cool. Würde da eigentlich ganz gut sein, oder? Kürzen wir uns jetzt mal. So. Und ich würde das jetzt auch einfach so als Schreibseite belassen. Finde ich jetzt witzig als Idee so. Und würde mir das jetzt noch fixieren mit diesen goldenen Elementen aus dem Set, dass derjenige dann da einfach noch was draufschreiben kann. So einen kleinen Mini-Reiseplan, was man an dem Tag gemacht hat zum Beispiel. Und so hat man auch gleich ein bisschen Deko drauf. Und ich fand eigentlich diese Feder cool. Ich weiß nicht, ob ich die da noch drauf machen soll. Ja, die könnte ich hier so hinmachen. So.
Ja, so finde ich es ganz cool. Seht ihr das gut? Also einfach die Feder, um zu sagen, komm, hier kannst du was Schönes hinschreiben, zum kleinen Tag, dann noch ein bisschen fixiert. Und das fand ich mit diesen zwei Weltkugeln oder Sternkreise da echt total witzig. Ja, also das ist schon mal die nächste Seite. Also ihr seht, hier ist so eine ganz, ganz einfache Seite, die ist jetzt ein bisschen aufwendiger gewesen, aber grundsätzlich könnt ihr euch da einfach mit so einem Set super durch euer ganzes Album arbeiten. Jetzt machen wir noch den Verschluss und ich glaube, also ich versuche es jetzt noch ein bisschen, ich glaube, ich gehe sonst mal kurz und hole mir das Aufladegerät vom von der Kamera. Nicht, dass ich jetzt da zu hudelig wäre, das will ich ja natürlich auch nicht, solcher gefallen. Genau, jetzt schauen wir mal, wie wir das aufbauen. Also ich habe halt diese Dreiecke nicht überall drauf, aber doch auf vielen Seiten und versuche die halt nicht, dass die nicht so direkt nacheinander kommen, sondern dass sie schon ein bisschen aufgeteilt sind. Aber so haben wir jetzt schon eine ganz coole Erweiterung. Ich glaube, so können wir es super machen. Und fädeln uns jetzt einfach unsere neuen Seiten da mal mit rein. Und der Verschluss ist wirklich, wie gesagt, total einfach. Ihr nehmt einfach nur ein Band, locht euch das durch und dann ist es halt echt ein süßer Hingucker mit diesem tollen Schiebeelement, was wir da haben. Aber wenn man das nicht hat, dann kann man genauso gut hier einfach eine schöne Schleife hinmachen und hat dann da eben auch einen süßen Verschluss, den man auch erweitern kann natürlich. Ich nehme jetzt aber mein Schiebeelement, fädel mir das auf. Ach genau, ich wollte eigentlich noch mit den Ecken arbeiten. Mal gucken. Fädel mir das eigentlich nur so durch, einmal komplett. Seht ihr das auch ein bisschen? Ich nehme euch mal kurz ein bisschen näher hin, dass ihr das besser seht. Einmal einfach so eingefädelt. Die zweite Seite genauso, nur einmal oben drüber. Das hat auch eine richtig coole Textur, das Band. Das fühlt sich echt witzig an. So wie ganz feiner Stoff oder ja, Wildleder. Ja, eigentlich wie Wildleder, wirklich von der Textur auch. Und dann kann ich mir das einfach so festziehen. Und wenn mein Album dann fertig ist, ich tue jetzt das hier auch noch nach unten. Wenn mein Album dann irgendwann fertig und voll ist und auch mit Fotos beklebt ist, dann kürze ich mir das einfach an der Seite und habe dann da so einen richtig süßen Verschluss. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz gucken, meine Schiebeelemente sind hier. Diese Eckteile, finde ich, die könnte man da auch super unterbringen. Also noch, wenn man noch irgendwo eine Seite hat, wo noch ein bisschen Deko drauf muss, zum Beispiel hier, einfach so ein kleines Eckteil da unten noch hinkleben und schon hat man noch ein bisschen mehr. Das machen wir jetzt noch schnell, oder? Das schaut doch da eigentlich ganz cool aus. Ist es zu viel oder geht's? Ist halt eine Seite, wo eh schon viel los ist, gell? Also die kann man überall drauf machen. Es sieht überall gut hinpassen. Aber das gucke ich mir dann in Ruhe an, wenn ich weiß, was in das Album reinkommt. Hier machen wir es noch hin. So. Ich nehme da jetzt, was nehme ich denn dafür? Ich nehme jetzt da einfach Flüssigkleber. Probieren wir es mal, ob das mit dem gut hält. Ich habe jetzt ein bisschen rausgebatzelt an der Seite. Aber der trocknet zum Glück durchsichtig ab. Aber das macht sich sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Man könnte noch ein zweites hier oben hin machen. Aber ich finde, eins reicht. Nee, eins reicht. Denkt euch den Kleber weg. Der trocknet nachher durchsichtig ab und ich kann noch ein bisschen was abnehmen mit einem Stück Papier vielleicht. So. Na, jetzt schaut schon viel besser aus, oder? Super. Ja, also das ist echt cool. Das finde ich ein richtig cooles, einfaches Mini-Album. Und wie ihr gesehen habt, das ist wirklich sehr schnell geschehen. Also wenn ihr euch die Grundseiten so zuschneidet, dann habt ihr da rucki-zucki ein tolles, schnelles Album. Die Seite finde ich mega. Die ist echt mega geworden. Cool. Die ist auch schön. Ihr Lieben, ich nehme euch jetzt doch noch ein bisschen mit. Mal gucken, wie ich die restlichen Seiten gestalte. Vielleicht lasse ich euch auch einfach nur Musik laufen. Aber ich mache das jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Das Album, vielleicht könnt ihr da noch das ein oder andere finden. Ich falte jetzt so ein Stück, diese großen Karten bei 8 cm. Die haben das Maß, wenn ihr das Kartenset nicht habt, von 15,2 x 10 cm ungefähr.
Und genau, das mache ich jetzt so als Klappkarte dahin. Das klebe ich jetzt auch schon mal fest. Also ich bin da bei Mini-Alben auch immer so, dass ich dann einfach, ich mache es einfach. Ich überlege nicht so viel und tue dann noch viel rumtüdeln, sondern da bin ich relativ spontan und entscheide es dann ziemlich spontan, ob mir es gefällt oder nicht und klebe das dann einfach mal schon mal an. Bei Karten bin ich da gar nicht so. Also da bin ich eher so, dass ich noch dreimal das hinlege und gucke, ob es mir wirklich gefällt und so. Aber bei Mini-Alben finde ich, ist so ein bisschen Spontanität ganz cool. Okay, und da habe ich mir gedacht, könnte ich so Einklappkarten machen noch. Ich habe mir jetzt nochmal das gleiche Stück. Das falze ich mir jetzt einfach bei einem Zentimeter. Ich teste das jetzt erstmal, gell? Und schneide mir das mal zu, so bei 6 cm ungefähr. Und hier auch nochmal bei 6 cm. Eigentlich macht man das ja unten rein, schlauerweise. Nein, ich hätte es doch nicht gleich ankleben sollen. Seht ihr, was da rauskommt dabei? Blödsinn. Aber wir können das, wir schaffen das. Wir schaffen das und können das noch korrigieren. Da mache ich noch groß sprich, dass ich schön spontan bin und dann mache ich es doch anders. Ja, so ist es manchmal. Manchmal muss man da einfach, da lernt man auch dazu. Also hier haben wir eine Klappe, hier haben wir eine Klappe. Wo können wir noch eine Klappe hinmachen? Hier außen drauf. Das sieht man halt an diese klebeformatige Sache. Ich würde es jetzt so lassen. Ich würde da gar nicht zwei Klappen drauf machen, wie ich zuerst gedacht habe. Weil man einfach, ja, das hebt dann sonst gar nicht mehr. So. Und wir müssen jetzt hier eigentlich noch so einen kleinen Verschluss hinmachen, was, wo man es drunter stecken kann. Und dazu ist es hier natürlich sehr schmal. Und da würde ich jetzt versuchen, auch einfach dekorativ was zu nehmen. Das ist noch so ein Reststück, wo wir von vorne haben. Und da stanze ich mir jetzt einfach mal einen Halbkreis aus mit der 1-Inch-Kreisstanze. Eher schmal. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube, ich könnte es auch super in dem Waldmoos machen, oder? So, und dann müssen wir es weit oben hin machen, dass man das hier noch gut rausnehmen kann und dann aber auch wieder schön unten drunter stecken kann. Nochmal mit Waldmoos. Hier ist Waldmoos schöner. Okay, nehme ich jetzt da, nehme ich Flüssigkleber. Den mache ich mir jetzt hier hin. Machen wir mal die Papiere weg. Was ist mit heute mit meinem Kleber los? Entweder kommt nichts oder zu viel. Also gut hier draufkleben. Und mal einmal testen noch. Ja, eigentlich ganz cool, oder? Als kleine Halterung für meinen Tag hier. Bing, kann man es einhängen, aushängen und kann da so eine Klappkarte. So, bei mir ist das kreative Chaos unterwegs. Jetzt lassen wir es mal so. Hier kommt natürlich noch ein bisschen Deko drauf und da habe ich gedacht, das passt doch hier auch super. Also man könnte hier dann noch ein Bild drauf machen. Dann kann man das hier aufmachen. Und dann brauchen wir hier natürlich noch was drauf.
diesem Fall hier. Gut, dass wir den doppelt im Set haben. Ja, das sind so kleine Akzente. Die finde ich süß. Perfekt. Dann haben wir hier noch so eine kleine Klapptasche eingebaut. Mit so einem kleinen Verschluss hier oben. Könnte man hier theoretisch auch noch hinmachen, aber ich glaube, einer reicht. Hier ist wieder viel Platz für Fotos, weil gerade bei so einem Mini-Album, wenn man zu viel dekoriert, da müssen schon ein paar Fotos hin. Da ein Foto, da ein Foto, da ein Foto, da ein Foto. Vielleicht von so einem Tagesausflug, wo man einfach mehrere Fotos von einer Reihe hat, die kriegt man hier dann super unter. Finde ich jetzt total süß als Klapp-Variante. Was ich auch schön gefunden hätte, wären solche, diese Pfeile nochmal in Braun, aber die habe ich jetzt nur noch in Blau. Hier noch versuchen, so einen Pfeil hinzumachen, oder? Was haben wir noch? Irgendwas fehlt mir da noch. Ja, ich glaube, das mache ich, dass ich hier einfach noch so einen Pfeil hinklebe. Nächste Seite fertig. Jetzt haben wir noch ein paar Klapplaschen, gell? Können wir auf die Rückseite nochmal welche einbauen. Könnten wir jetzt hier rechts und links eine Klappe hinmachen? Wir haben eigentlich nur noch eine Klappe. Was ich auch witzig gefunden hätte, wären diese Karten hier. Je nachdem, wo man weiß, welcher Kontinent bereist wird, könnte man das jetzt hier so passend aufbringen. Eigentlich haben wir jetzt hier viel Platz für Fotos, dann wären jetzt noch wieder ein bisschen Platz für Text ganz gut. Da müssen wir noch mal ein bisschen durch die Karten gucken. Hier kommt jetzt wieder einfach nur Platz für ein bisschen Text, ein bisschen Reisebericht, vielleicht von den vielen Fotos auf der Vorderseite. Das ist jetzt wieder so eine typische, absolut schlichte Seite, wo wirklich nicht viel drauf kommt. Da würde ich jetzt noch mal versuchen, mit den Kompassen da ein bisschen zu arbeiten, vielleicht auch noch mal mit den halben. Die bringen einfach auch noch mal ein bisschen so das Goldene drauf und so ein bisschen was Besonderes. So. Im Nachhinein sollte man eigentlich nie stempeln, das ist immer blöd. Aber wir probieren es trotzdem. Und das stempel ich mir vorher einmal ab. Sollte schon alle dann Männern erwischen. Ja. Wieder eine ganz schlichte Seite, noch ein bisschen aufgeputscht, aber gar nicht viel gemacht. Und dann hat man eben vorne die Klappseite, die hier so mit wirklich viel Platz für Fotos ist. Und auf der Rückseite den passenden Textplatz für die nächste Seite. Und jetzt haben wir nur noch eine Seite. Und jetzt? Was machen wir jetzt noch? Also ganz theoretisch könnte man hier auch einen Schlitz reinmachen und könnte dann... Okay, wir machen es jetzt wirklich professionell. Also ich falte es mir jetzt hier bei 1 cm oder reicht mir 0,5? Dann machen wir bei 1 cm eine Lasche rein und hier auch bei 1 cm. Ich muss natürlich wissen, wie hoch das Ganze ist. 5 cm. Und das hier? 5,2. Ja, das machen wir auch auf 5 cm. Müssen wir ein bisschen was abschneiden. 2x5 cm. So. Und dann brauchen wir noch unseren Bogen. Wir müssen jetzt wissen, wo wir die hinmachen, die Klappen. Also ich mache es jetzt so, dass ich mir das hier anlege, wie ich es ungefähr haben will. Möglichst auch gerade. Und dass ich mir dann einfach mit dem Bleistift hier Linien ziehe.
Ihr könnt euch das natürlich auch ausmessen. Das wäre noch etwas gescheiter, aber ich mache das jetzt also relativ spontan. Ich sehe auch nicht genau, wie lang mein Schlitz gehen muss. Ich bin auch überhaupt nicht auf dem Schlitz. Ich bin weiter drinnen, das macht jetzt aber nichts. Okay, und hier auch noch. Ein bisschen weiter drinnen wäre fast besser, das stimmt. Mal gucken. Und da mit meiner Falzung hänge ich mir die jetzt mal ein. Muss ich nur ein bisschen größer schneiden. Da bin ich mit dem neuen Schneidebrett noch nicht so gut. Das muss ich schon sagen. Da bin ich einfach noch das alte Schneidebrett gewöhnt. Da habe ich genau gewusst, wo ich schneide. Ich schläge mir meine Laschen jetzt auch so an. Also gut, dass ihr gerade nicht sehen könnt, wie es auf meinem Arbeitsplatz aussieht. Wenn ich so in einer ganz kreativen Phase bin, dann bin ich leider nach wie vor noch etwas unordentlich. So. Also ein kleines bisschen größer muss es noch werden. Das mache ich jetzt mit der Schere, da komme ich besser zurecht. Okay, so. Passt. Und jetzt müssen wir uns unbedingt vorher mal die meine Streifen mit ausmachen, bevor ich das aufklebe. Ja, nicht vergessen, sonst kommen wir danach aber nicht mehr hin. Also ihr seht, das ist jetzt, ich kann euch da jetzt keine genauen Maße sagen, sondern das kommt auch auf euer Papier drauf an, aber ich möchte euch mal den Mechanismus zeigen, wie man sowas machen kann. So. Und jetzt kann ich mir einfach auf die Rückseite Kleber machen. Die Rückseite muss natürlich dann beklebt werden. Also das ist jetzt keine Seite, wo dann viel... Also da muss dann auf jeden Fall was drüber, da sieht man ja sonst die Laschen. Was in dem Fall jetzt ganz cool aussieht. Mal gucken, wie es ist, wenn ich es oben hin mache. Das hat was, gell? Wenn sie gleich abgeschickt werden, dann wäre das jetzt irgendwie auch cool. Aber eigentlich war hier vorgesehen, dass man da schon was drüber macht. Also da kommt jetzt eigentlich dieser Spruch hier drüber. Und da kann man dann immer noch, entweder lässt man es so als Abschlusswort von dem Album oder man klebt da noch Fotos drüber. Es ist auch mal ganz cool, wenn man das Album jetzt jemand schenkt. Wenn da schon ein Spruch drauf steht, dann kann der sich schon mal ein bisschen vorstellen, wie das dann so aussieht, wenn das dekoriert ist. Wenn es so ganz leer ankommt und da ist noch nicht viel, dann ja, kommt es vielleicht mit einer kleinen Füllung besser an. Ist ja auch so bei den Wohnungen, wenn man Wohnungen anschaut oder so, dann dekorieren die natürlich dann auch ganz schön oft einfach Stühle und so rein, dass man schon mal sich vorstellen kann, wie das dann aussieht. So, yep, passt, ist witzig. Und hier ein schönes Bild. Also da können wir den Hintergrund noch ein bisschen bestempeln. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal bei meinen kleinen Kreuzen. Die finde ich eigentlich ganz süß. Die stempel ich jetzt eigentlich nicht vorher mal ab. Naja, da muss nur ein bisschen was hin auf die Seite, die ist noch nicht perfekt so. Und wie gesagt, das mit dem Blau. Das ist irgendwie noch so, das passt eigentlich gar nicht rein. Man könnte da jetzt noch was anderes drüber machen, aber was ich wirklich hier denke, da sollen Fotos hin. Da müssen zwei Fotos drauf passen, die man dann da so witzig öffnet. Am besten natürlich von dem einen Kontinent und von dem anderen. Nee, Quatsch. Aber als Idee so, was man sich so denken kann bei den Sachen. Da habe ich gedacht, könnte man eben diese Rahmen nochmal aufbringen. Was haben wir noch? Was ich auch cool finde, ist der Streifen hier unten. Was ich auch schön gefunden hätte, wenn wir das Band nochmal aufnehmen. Das habe ich jetzt aber eigentlich zu spät gemacht. Das hätte ich vorher machen müssen, bevor ich die Rückseite aufklebe, dass ich da das Band durchfädel. Und dass man hier dann nochmal so eine kleine Schleife hin machen kann. Das wäre cool gewesen.
Ah, es tut mir jetzt leid, jetzt muss ich versuchen, das nochmal runterzumachen. Okay, also wir machen das jetzt ganz mutig. Wir versuchen das so auf alt zu machen, so überdecken wir nachher unseren Fehler. Und das ist natürlich ein cooler Look für diese Seite. Einmal knüllen. Tut mich da auch immer schwer, aber das muss jetzt so sein. Das muss jetzt so sein, das gehört einfach so. Und jetzt arbeiten wir einfach nochmal mit dem Band. Das fände ich jetzt ganz cool auf der Seite. So, und zwar möchte ich dann da vorne so eine Schleife. Wenn es aber für einen Mann ist, dann reicht auch einfach nur ein Knoten. Oder? Das wäre doch cool. Ja, den mache ich mir jetzt hier hinten auch noch mal kurz mit so einem bisschen Abreißklebeband hin. Und jetzt müssen wir unser gutes Stück hier noch mal aufkleben. Oh, das gute Papier. Aber das hat jetzt, das gehört alles so. Das muss auch manchmal, das war eine abenteuerliche Reise. Deswegen braucht es auf jeden Fall auch ein abenteuerliches Reisebuch. Und dann wird es hier wieder draufgeklebt. Ha, Gott, was mache ich denn heute? Irgendwie mache ich ein bisschen viel Quatsch heute, ehrlich gesagt. Jetzt kann man hier wieder das Klebeband sehen. Das darf man natürlich nicht. Warum habe ich es nicht gerade drauf gemacht? So, neuer Versuch. Neues Glück. Hier noch ein bisschen hoch. Oh, das ist echt eine mutige Seite. Ah, die wird richtig cool. Das wird wahrscheinlich die coolste Seite von allen. So, gut anstreichen, dass es wirklich gut hebt. Das schaut richtig cool aus. Seht ihr das mit dieser verknickten Optik? Das ist ja perfekt geworden. Und hier haben wir jetzt so ein kleines Band da dran. Dann kann man das aufmachen. Und hat hier so zwei so coole Klappen, wo man hier und hier unbedingt ein Bild nachmachen muss und hier auch. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht noch ein so ein Element hier oben hin, um das Ganze noch so ein bisschen einzurahmen. Das machen wir jetzt auch noch da drauf. Und dann haben wir nochmal eine coole Seite. Wenn ihr es für Mädels macht, dann könnt ihr natürlich noch viel mehr austoben. Was bis die Glitzersteine oder hier noch ein schönes Band und hier noch ein schönes Band oder so betrifft. Aber so ist das vielleicht auch eine coole Idee für einen jungen Mann oder für einen älteren Mann, für einen reiselustigen Mann. Oder für eine reiselustige Frau, die einfach solche Farben wie Zimtbraun und Waldmus auch cool findet. Finde ich auch. Ich finde das super Farben. Mir hätte das auch gefallen. Hallo, wo ist das Band? Wo ist das Band? So. Mutig. Ah. Noch ein bisschen kürzen. So, coole Seite. Finde ich eine super coole Seite. Bin jetzt am Überlegen, ob da noch was drauf muss oder ob das eigentlich schon reicht. In meinem Chaos hier ist vielleicht noch irgendwas zweite Eckelement. Vielleicht können wir das doch noch drauf machen. Ah, hier liegt es eigentlich schon vor meiner Nase. Sollen wir das noch hinmachen? Manchmal sagt man weniger als mehr. Wie ist es hier? Ich bin mit diesen Streifen da unten gar nicht so zufrieden. Ich habe erst gedacht, die sind super und jetzt denke ich mir, die sind doch nicht so super. Es wäre ohne schöner gewesen. Aber ich wegmachen tue ich es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich mache da noch was drüber. Oder sollen wir da, hier haben wir noch diese kleinen Globus. Vielleicht werden die auch noch ganz süß. Mal gucken. Nee, der nicht. Aber der. Ja, die kleinen Kompasse. Ja, die glaube ich können wir noch unterbringen. Besser, viel besser als vorher. Oder? Was sagt ihr? Ist eine coole Seite geworden. Wie gesagt, wenn man das Band wegmacht, hat man hier diese Klappen. Und die Rückseite ist natürlich auch mega schön. Ihr Lieben, na?
Habt ihr den Fehler gesehen? Ja, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht bei mir gerade. Ich habe es jetzt auch noch falsch rum aufgeklebt, aber ich will jetzt das Papier nicht nochmal wegmachen. Und deswegen habe ich mir die gleiche Karte nochmal rausgenommen. Das macht auch nichts, bei dieser Seite ist das okay. Ich habe mir das nochmal geknuschelt und klebe mir das jetzt nochmal drüber. Es ist halt jetzt einfach so, wie es ist. Manchmal. Ja. Bei der Seite ist das wirklich okay, weil das ist wirklich so eine Vintage-Seite geworden, so eine richtige, bisschen verlotterte Seite. Da passt es einfach auch ganz gut drauf. Wie gesagt, ihr könnt es dann besser machen beim Nachbasteln und richtig rum aufkleben. Aber jetzt haben wir hier wirklich eine coole Seite, eine letzte Seite für unser Mini-Album. Also nochmal zwei Seiten mehr hier in meinem Chaos, die ihr dann noch einbauen könnt. Vielleicht fädle ich mir das jetzt noch ein und zeige es euch nochmal einmal komplett. So ihr Lieben, jetzt habe ich es ja doch noch ein bisschen verlängert, mein Video. Und jetzt ist das Album eigentlich auch fertig. Also ihr könnt jetzt hier vorne noch die Bänder einkürzen, aber vielleicht kommen ja doch noch ein paar Seiten dazu. Das Ganze sieht jetzt so aus. Also nach unten ist es ein bisschen, ploppt es ein bisschen auf, aber nicht schlimm. Also es ist eigentlich immer noch relativ flach. Und ich habe hier vorne, wie gesagt, die Weltkarte, wo man einzeichnen kann, wo die Reise hinging. Dann habe ich hier eine Einschubkarte. Nochmal eine Einschubkarte hier oder eben Platz für ein schönes Bild. Dann habe ich hier mein Abenteuer beginnt ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Hier habe ich diese coole Klappkarte nach unten und nach rechts. Seht ihr die komplett? Und hier mit diesem kleinen Einhakerle. Dann habe ich hier wieder Platz zum Schreiben. Hier habe ich nochmal Platz für einen Tag zum Beispiel oder eben auch ein Foto mit diesen süßen kleinen Herzen, wie gesagt. Einfach noch wie so eine Brieftasche. Dann habe ich hier Platz für Text mit der Feder, dass man auch ein bisschen berichten kann. Hier nochmal zwei Tags, die man übrigens auch super mit Fotos bekleben könnte. Hier die Lasche ist mit geprägt nochmal im Hintergrund. Hier hat man auch wie so eine kleine Lasche. Genau. Dann mein Tag muss ein bisschen nach drüben. Hier habe ich nochmal was zum Hinterlegen, also auch nochmal Platz für einen Tag oder für Eintrittskarten oder für irgendwas mit dieser Antikoptik geprägt und hier gerissen. Dann haben wir hier diese coole Klappkarte. Jetzt habe ich da schon einen Knoten reingemacht, aber ich fand es für die männliche Dekoration sehr gut mit Knoten. Kann man hier also aufmachen und kann dann hier rechts und links ein Foto drauf machen. Muss ein Foto sein, weil das ist die einzige Stelle, wo blau ist. Zur Not würde ich das noch mit Farbkarton überdecken. Das Blau passt mir irgendwie gar nicht ins System. Dann macht man die eben hier einfach wieder mit so einem Knoten zu. Ich mache das jetzt mal so. Schwupp. Also ist jetzt kein schöner Knoten. Ich mache das nachher noch schöner. Und hier unten habe ich noch so ein bisschen dekoriert. Genau. Dann haben wir hier unsere Knuddelmuddel-Seite. die ist mit Absicht so schrecklich geknittert und genauso doppelt hinterlegt. Also das ist der absolute Spezialeffekt und das ist wirklich die schwierigste Seite im ganzen Album. Genau, dann haben wir hier diese bisschen Deko noch und als letzte Seite haben wir nochmal ein schönes Travel mit Text gestaltet. Also ein total süßes Mini-Album, wie ich finde. Super erweiterbar, super hochkant und viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, drückt einfach die Glocke und abonniert den Kanal und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Dekorieren und beim Basteln und beim kreativen Austoben mit euren Mini-Alben. Macht es gerne auch hochkant oder eben quer und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Tschüss!